In Georgien hat das Parlament ungeachtet heftiger internationaler Kritik das umstrittene Gesetz zur ausländischen Einflussnahme endgültig verabschiedet. Die Mehrheit der Abgeordneten überstimmte am Dienstag ein Veto der Präsidentin Salome Zurabishvili. Seit Wochen gehen zehntausende Menschen im Land gegen die Gesetzespläne auf die Straße. Kritiker sehen in dem verabschiedeten Gesetz eindeutige Parallelen zum russischen Gesetz gegen ausländische Agenten, das es den dortigen Behörden ermöglicht, massiv gegen regierungskritische Medien und Organisationen vorzugehen. Auch während der Abstimmung protestierte eine Menschenmenge vor dem Parlament in Tiflis. Die Präsidentin wandte sich in einer Videoansprache an die Demonstrierenden und forderte einen Volksentscheid, um das Gesetz rückgängig zu machen. Wollen wir eine europäische Zukunft oder russische Sklaverei? 84 Männer können das nicht entscheiden. Wir schon, wir alle zusammen. Georgien ist seit Dezember offiziell EU-Beitrittskandidat. Umfragen zufolge sind mehr als 80% der Menschen im Land für einen EU- und NATO-Beitritt. Wir kämpfen für unsere Zukunft, unsere europäische Zukunft. Und wir werden hier sein, bis wir gewinnen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte nach der Abstimmung in Tiflis, die Europäische Union bedauere diesen Schritt zutiefst. Die EU-Mitgliedstaaten prüften nun, was das neue Gesetz für die Beitrittsverhandlungen bedeutet.